Hallo, hier ist Stefan von Sportwette.net. In diesem Video geht es um das Thema Tilt- und Wutwetten. Das ist ein Thema, das jeder Sportwetten-Fan, jeder Sportwetten-Profi kennen sollte, denn niemand ist davor gefeit, in einer emotionalen Ausnahmesituation einmal sehr unvernünftige Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist, dass ihr dieses Thema anerkennt als wichtiges Thema und eure eigene Disposition in diesem Bereich selbstkritisch hinterfragt. Das bedeutet ganz einfach, wenn ihr dazu neigt, sehr emotional zu reagieren, solltet ihr euch bei Sportwetten angewöhnen, sehr selbstdiszipliniert zu arbeiten. Es gibt verschiedene Tricks, mit denen man das begünstigen kann, und da will ich euch heute ein bisschen was in diesem Video zu erklären. Zunächst einmal möchte ich aber euch sensibilisieren dafür, wie wichtig dieses Thema ist. Stellt euch vor, ihr habt eine Woche lang fast jede Sportwette gewonnen, habt einen Riesengewinn auf dem Konto und dann kommen plötzlich ein paar Wetten, bei denen ihr vielleicht höhere Einsätze platziert habt, weil es so gut läuft, und dann verliert ihr diese Wetten, obwohl ihr ziemlich sicher wart, dass gerade diese Wetten besonders sicher waren, weil vielleicht die Quoten sehr niedrig waren, also klare Favoritenwetten, vielleicht habt ihr auch Surebets genutzt und seid damit auf die Nase gefallen, auch möglich. Also ihr habt ein Ergebnis, das komplett entgegen euren Erwartungen ist. Und es ist völlig normal, dass es schwer ist, solche Ergebnisse zu akzeptieren. Wenn ihr mit Sportwetten erfolgreich seid, müsst ihr dazu in der Lage sein, solche Ergebnisse zu akzeptieren, aber das ist nicht ganz einfach. Wenn ihr eher der rationale Typ seid, geht das leichter, aber jeder hat ein Limit und irgendwann kann jeder mal durchdrehen. Und das Problem dabei ist, in solchen Situationen tendieren die meisten dazu, dann riesige Einsätze zu machen oder sehr viele Wetten zu platzieren, die nicht besonders durchdacht sind. Und dann verliert man am Schluss viel mehr, als man eigentlich hätte müssen, nur weil ein paar Wetten in die falsche Richtung gelaufen sind. Deswegen der erste wichtige Tipp: Wenn ihr merkt, ihr seid emotional angefressen oder irgendwas läuft gegen euch, macht eine Pause, vielleicht nur eine Stunde. Wenn ihr nur leicht angefressen seid, wenn ihr richtig genervt seid, macht mal einen Tag Pause. Dann sieht die Welt meistens schon ganz anders aus und versucht der Versuchung zu widerstehen, Verluste zu kompensieren, indem ihr schnell irgendwelche wilden Wetten platziert. Das funktioniert ganz selten. Ein weiterer wichtiger Punkt, der euch dabei hilft, gar nicht erst in diese Tilt- und Wutphase hineinzukommen, ist Geldmanagement. Wenn ihr grundsätzlich bei Wetten immer nur kleine Einsätze platziert, dann könnt ihr zwar auch mal eine Pechsträhne haben, aber eure Verluste bleiben dann auch in einem vernünftigen Rahmen. Das heißt, wenn ihr das Geld schön auf viele verschiedene Wetten verteilt und das Risiko damit verteilt, dann lauft ihr nicht so große Gefahr, überhaupt in eine Situation zu kommen, in der ihr riesige Verluste beklagen müsst und schon gar nicht in kurzer Zeit. Da braucht ihr schon eine sehr große Pechsträhne dann, um viel Geld zu verlieren. Also Geldmanagement ist eine gute Basis. Ein zweiter Teil des Geldmanagements besteht natürlich darin, dass ihr nur Geld einsetzt, das ihr auch verlieren könnt. Auch das ist ein wichtiger Faktor, der euch dabei hilft, gelassen zu bleiben. Wenn ihr Geld verliert, das ihr nicht wirklich zum Leben braucht, dann ist das ärgerlich, aber dann könnt ihr damit wahrscheinlich ganz gut umgehen. Wenn ihr aber die nächste Miete bei einer Sportwette verliert, dann sieht die Sache schon ganz anders aus und dann würde wohl jeder durchdrehen. Deswegen geht vorsichtig mit eurem Geld um. Auch das hilft euch dabei, Tilt- und Wut-Situationen komplett zu vermeiden. Nicht zuletzt solltet ihr versuchen, bei Wetten möglichst strategisch vorzugehen. Auch das hilft euch, wenn ihr Strategien umsetzt und dabei sehr rational vorgeht, versteht ihr mehr von dem, was abläuft, und ihr bewahrt euch davor, in so eine emotionale Ecke zu kommen, die es euch dann sehr schwierig macht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir haben bei Sportwette.net in einem Ratgeber alle wichtigen Details zum Thema Tilt- und Wutwetten zusammengefasst, geben euch nochmal wichtige Tipps an die Hand, und ich empfehle euch dringend, diesen Text zusätzlich zu diesem Video zu lesen und die Details zu verinnerlichen. Versucht von Anfang an bei Sportwetten in eine möglichst gelassene Ausgangsposition zu kommen. Das heißt, setzt euch nicht zu sehr unter Druck, versucht
möglichst gelassen mit Verlusten umzugehen. Das ist die beste Voraussetzung, um langfristigen Spaß zu haben und nicht in irgendwelchen Tilt- und Wutphasen dann viel Geld zu verlieren. Wenn ihr das schafft, habt ihr sehr gute Chancen, langfristig zu den Gewinnern zu gehören. Dazu sind natürlich noch andere Dinge nötig. Beispielsweise solltet ihr möglichst konsequent Wettbonusangebote nutzen. Wir haben dafür einen Wettbonusvergleich. Ihr solltet Wettquoten vergleichen. All das hilft euch, denn je mehr und je öfter ihr gewinnt, desto seltener werdet ihr überhaupt in Situationen kommen, in denen ihr irgendwie in einen Tilt- oder Wutmodus gelangt. In jedem Fall wünsche ich euch viel Spaß mit euren Sportwetten und natürlich auch die nötige Selbstdisziplin, damit euch dieser Spaß möglichst lange erhalten bleibt. Mehr Infos zu allen Themen rund um Sportwetten findet ihr auf sportwette.net.